Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Nachtruhe im Katzenkorb. Gute Reise, mir auf Wiedersehen. Ja, so kenne ich sie. So Hotelbesitzer aus dem Süden, die reden ohne Unterlass. Oh, und wenn ich rauskomme, sehe ich auch die rote Truhe, die hier versteckt ist. Also die in den Städten kann man sammeln, was da Zeug hält. So, was haben wir noch? Aha, hier haben wir direkt einen Waffenhort. Also einen Waffenhorst. Oh nein, es ist wieder Kra. Vogelwitz. Na gut. Kra! Kein Vogelwitz, ein Kunde. Ich will mich ja nicht aufplustern. Kra, Vogelwitz, aber unsere Waren sind die feinsten im ganzen Land. Das hat dein Bruder auch behauptet. Lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen. Greift euch ein paar unserer exklusiven Artikel, bevor sie aus den Regalen fliegen. Kra, Vogelwitz. Gut. Oh. Den magischen Angriff von Humpen möchte ich ja nicht senken. Aha, da haben wir doch erstmals was für unseren lieben kleinen Freund der Freunde. Haben wir auch irgendwas, was Olli benutzen kann? Naja, egal. Erstmal unsere lieben kleinen Freunde, weil die kämpfen ja doch häufiger. Eine grobe Klaue brauche ich auf jeden Fall, ja. Hier, du kriegst die auch sofort. Hm. Und hier, du kriegst ein Knochenschwert. Das steht dir bestimmt auch super. Ja, ich will noch mehr. Denn hier, dieses super schöne Nebelrobengewand, das sieht doch super aus wie Humpen. Und wenn ich das bisschen Geld jetzt hier schon habe, dann nimmt man das auch mit, ne? Hier ein neuer Schild für unseren Dissertanten. Dissi, freu dich, du bist besser. Und einen Schlangenledermantel. Hier der letzte Schrei-Panty. Panty, Unterhosen und Schlangenledermantel. Passt perfekt zusammen. Bei diesen Preisen müssen wir einen Vogel haben. Kra, Vogelwitz, komm mal wieder. Du machst genau die gleichen blöden Vogelwitze wie dein Bruder. Das ist gar nicht dein Bruder. Du fliegst von Ort zu Ort und machst überall die gleichen Witze. Verstehe. 15 Gulden. Das ist auch nicht sehr wüstend geeignet. Wo hast du hier was zum Schwimmen gesehen? So, jetzt gucken wir hier nochmal rein, weil Aufträge sind ja auch immer nett zu haben. Muff, muff. So, was gibt's denn Schönes? Neue Aufträge sind jetzt verfügbar. Ein reisendes Händler, ihr Fall, wurde in Al-Kuwait dabei beurteilt, wie sie eine sehr hitzige Diskussion geführt hat. Mhm. In Al-Kuwait stand eine junge Frau, sie über etwas, das ihr Mann vergessen hat, große Sorgen zu machen. Aha. Eine Händlerin nahe des Milchfonds in Al-Kuwait scheint sich Sorgen über irgendwas zu machen. Gut, jetzt wissen wir schon mal, was es für Aufträge gibt. Und wenn wir die Stadt dann ein bisschen besser kennen, können wir uns auch mal nach den Sachen umgucken. Aber erstmal drehen wir weiter in die Stadt vor. Da vorne ist eine Boutique. Die gibt's auch in jeder Stadt. Sachen hier mit. Hallo. Olli hier. Hallo. Hm, wer ist da? Oh, ein Kuhhunde. Wie kann ich behilflich sein? Viele Waren im Sortiment von Al-Kuwaits berühmten Barbaren bis hin zu Objekten. Bla, 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 bla. Jetzt haben wir hier eine... eine Phönixfeder. Jetzt geht das also auch los. Jetzt wird's interessant. Haben wir irgendwas für einen magischen Angriff? Kuchen, das könnte was sein. Einfach mal zum Ausprobieren. Was haben wir hier? Ja, das habe ich ja immer noch nicht erklärt bekommen, aber... Oh, du hast eine Truhe versteckt bei dir. Danke, jetzt gucken wir mal schnell, ob du ein bisschen magischen Angriff gebrauchen kannst und das gut findest. Ja, du bist ein Kuchenfanatiker, ich wusste es doch. Also haben wir einen der Schokolade, einen der Eis und einen der Kuchen mag. Hm, der scheint für einen Dauerlauf zu trainieren. Hey, wir können von dir... Ach, du bist ein Auftrager. Das ist auch schon mal.
Viole fängt an zu leuchten. Willkommen, willkommen. Oh, was für ein schöner Umhang. Aber für einen modebewussten Kuwaiti ist das nicht gerade der letzte Schrei. Ja, hast du mir die Sache mal angeguckt? Ich bin der beste Magier, wo gibt. Willst du deine Garobe mit einer unserer hochwertigen Dessilien für jede Geldbörse veredeln? Schnapp ihr zu, oder bereust auf ewig. Dufte, schau mal, das ist echt schön, ein neuer Umhang. Ey, Olli, wir sind nicht auf Einkaufstour. Schwimmen wir vielleicht im Geld oder was? Nee, nicht mehr, nachdem ich gerade eingekauft habe. Oh, eine Fee. Und doch, das ist so ein äußerst stilistischer junger Herr. Ich habe hier etwas, das genau deine Kragenweite wäre. Mal sehen. Jawohl, perfekt. Oh, richtige südliche Händler, so sind sie. Ich meine, ich war schon in solchen Ländern unterwegs. Ja, so sind sie. Meinst du? Jetzt hast du nicht unrecht. Ich würde damit total schnieke aussehen. Tröpfchen. Jetzt machen die sich gegenseitig fertig. Oh, Entschuldigung, Olli. Ich habe mich ein bisschen hinreißen lassen. Ich muss schon sagen, das Mädel ist eine geborene Verkäuferin. Kommt herbei, feinste Stoffe, die euch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und euch mit Elan erfüllen. Sieh nur, die Fiole glüht. Ja, Enthusiasmus. Nein, ich kann momentan eh... Ach doch. Stimmt, ich kann momentan Enthusiasmus nehmen. Also empfangen wir ihn. Mit all unserer Macht. Danke. Gut, ich habe immer noch nichts anderes gefunden. Obwohl es ja scheinbar genug davon gibt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder so. Oh, das fühlt sich seltsam an. Jetzt fühle ich mich noch motivierter zu verkaufen. Verkaufen, verkaufen! Interessantes Outfit. Das ist also der große Weise. Interessant. Ach, ich sehe auf den Karten meine Aufträge. Das ist auch gut zu wissen. Ich gucke nochmal ein bisschen hier rum, nicht, dass ich irgendwas verpasse. Guck mal, es ist sandig und alles. Ich fühle mich so ein bisschen Prince of Persia. Hallo, du. Nochmal, bitte. Meinst du was anderes? Wie wäre es mit ein wenig... Medium. Gut durch. Schön, euch wiederzusehen. Hattet ihr Spaß daran, die Wüste durchqueren? Hab euch gesehen, ihr seid voll gestorben. Voll die Versager. Spaß, es war brühend heiß, verdammt. Brühend heiß? Vielleicht für dich, Knirps. Ich bin ein Geist und Geister spüren keine Hitze. Bad. Was machst du hier, Horatio? Ich sehe mir diesen Brunnen an. Die sind faszinierend. Aus ihnen sprudelt Milch hervor. So viel Milch, wie das Herz begehrt. Dafür ist Al-Kuwait berühmt, aber bei der Wüstenhitze wird die doch schlecht, verdammt. Aber der würzige Duft von den Imbissstand da drüben vermischt sich mit dem Milchdruck. Das ist seltsam. Ja, meinst du? Ich mag es irgendwie. Ich rieche gerne ranzige Milch. Hey, da gibt es immer noch jede Menge Zauberer, die du noch, Zauber, die du noch nicht kennst, oder Oliver? Ja, ich streng mich schon an. Es ist nur so, dass mein magischer Begleiter irgendwie die meisten Seiten fehlen. Ich gebe ja Tröpfchen die Schuld. Fehlen? Oh ja, ich muss ja die Seite für Medium geben, richtig. Ja, als Tröpfchen mir gegeben hat, war der einzige Zauber darin Portal. Wirklich? Die Seiten waren also herausgerissen? Wäre dieser Trottel Schadada. Also ist der Trottel Schadada hinter Deck, oder Tröpfchen? Na gut, dann sollte ihr wohl besser helfen, ihn wieder zu füllen, nicht? Schick, das ist aber spendabel. Dann habe ich dich ja vielleicht zur Unrecht für einen knausigen kleinen Zwerg gehalten. Nun, ich werde euch nicht so einfach so geben, falls du das glaubst. Oder ihr müsst zuerst ein Verständnis der Zauberkunst beweisen. Der Märchenbegleiter ist nicht einfach nur ein Buch voller Zauber. Er enthält auch Geschichten, die über die Jahrhunderte von den Weisen gesammelt wurden. Ich habe die nicht gelesen. Aber sie sind wahrscheinlich auch herausgerissen worden. Geschichten haben gewaltig gemacht. Sie können die Leute dazu inspirieren, ihnen zu trotzen. Gut, ich gebe dir für den einfach schon mal eine. Lies sie dir durch, sie ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Okay, ich habe eine Geschichte erhalten. Und dann? Oh, hast du die Geschichte gelesen, die ich dir gegeben habe? Nun hoffe ich, dass du gut aufgepasst hast. Ich habe mich eine Frage für dich. Bereit? Noch nicht. Wie, du hast sie noch nicht gelesen? Dann aber los zu V-Pads, die erste der 12 fantastischen Geschichten in deinem magischen Begleiter. Okay, Leute, Sekunde, ich muss mal kurz was lesen. Wo da? 12 fantastische Geschichten und die erste Geschichte, über die will er was hören. Ja gut, ich lese die mal ganz schnell und wir sehen uns gleich wieder.
So, ich habe das Geschichtchen mal gelesen. War eine schöne Geschichte. Jetzt zurück zu dir. So, ich will das Rätsel lösen. Fein, also. Es kommen einige Figuren in der Geschichte vor. Kannst du dich an alle erinnern? Sag mir, wer vom Prinzen, vom Löwenkönig, vom Drachen des Ostens und vom Drachen des Westens war der drittkleinste? Bitte? Das war der... Ich muss das jetzt eingeben. Der drittkleinste Prinz. Das muss der Drache des Ostens gewesen sein. Das wurde nicht explizit gesagt, glaube ich. Ich kann das nur schlussfolgern. Ich wollte... Gut, dann muss es der Drache des Westens sein, weil der drittkleinste... Ja, muss einer der beiden Drachen sein und dementsprechend muss es dann ja wohl der des Westens sein. Was denn für ein blödes Rätsel. So. Richtig, sehr beeindruckend. Dein Verständnis für Magie muss fast so gut entwickelt sein wie meins. Ich habe doch gesagt, ich würde dir helfen, deinen magischen Blatt zu füllen, oder? Hier. Oh, ich habe Entgiftung, 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 praktisch. Danke, Horatio. Ich denke, es war vielleicht ein bisschen gemein, dir so eine Frage zu stellen, aber du hast es ja herausbekommen. Und genau darum geht es ja. Wenn man ein Zauberer sein will, muss man lernen, alles genau zu betrachten und zu verstehen, um was es geht. Jetzt lass doch bitte das weise alter Mann gequatscht, okay? Du bist keinen Tag älter, so Saudi hier. Doch, er ist ein Geist! Bin ich das nicht? Nein, ich nehme an, dass ich das wohl nicht bin. Zumindest im Anschein nach. Was soll denn das heißen? Das ist seltsam. Ich fühle mich, als ob ich etwas vergessen hätte. Etwas sehr, sehr Wichtiges. Egal, ich kann kaum glauben, wie sehr sich dieser Ort verändert hat. Mal sehen, ob andere Orte auf dieser Welt sich auch derart verwandelt haben. Ich reise als nächstes wohl irgendwo hin, wo eine steife Seebrise weht. Ich kann vielleicht nicht den Wind im Gesicht spüren, aber trotzdem den Augenblick genießen. Ach, den Ausblick, den Augenblick. Bis bald. Danke. So, jetzt wollte ich mich noch hier drüben umgucken. Man weiß ja nie, wo was versteckt ist. Ein saurer Eisbecher. Ich hab doch noch wen, der auf Eis steht. Naja, probieren wir es mal. Vielleicht steht er ja drauf. Nö, nicht so sehr. Da ist die Truhe. Ich wusste doch, hier ist irgendwo eine Truhe versteckt. So, und jetzt reden wir mal mit einem ehemaligen Weisen und jetzigen Barbarenverkäufer. ああ、そうだな。ソロンさん、僕に魔法を教えてほしいんです。大きな魔法の力を手に入れて、ジャボを倒したい。ジャボを？君たちが？はい。悪いな。私にはもう魔法は使えない。え？どうしてですか？ソロンさんは全ての魔法を極めた四賢者の一人なんでしょう？何と言われても使えないものは使えない。 君は何ですか？あなたたちは誰？まさかこの子抜け殻人か。ジャボーに心の一部を奪われた。私のせいだ。私がジャボーに逆らったために、この子はこんな目に。 Aber dann sollte man nicht einfach aufgeben, man sollte weiterkämpfen. Genau die falsche Einstellung. この子をこれ以上苦しめたくない。この子と二人、穏やかに暮らしていくことにした。ソロンさん、違う。違うと思う。え？苦しんでいるのは、心を奪われたからじゃない。
ソロンさんが戦いをやめて、すべてを諦めてしまったから。だから彼女は苦しんでる。何？わかるのか？うん。なるほど、そういうことか。私に協力してほしいからわざとそういうことを。え？帰ってくれ。そっとしておいてくれ。誤解です、そんなつもりは。聞いた通り、確かにあの子はジャボーに心を奪われてるようやな。じゃあ探しに行こうよ、あの子に必要な心のかけらを。いや、あの子の場合はちょっと特別なんや。え？あの子の心の輪郭が見えへん。え？どういうこと？あの子はな、心のかけらを奪われてるだけやない。自分自身で心を閉ざしとるんや。まずは心の輪郭を見えるようにせんと。心のかけらも。Ich hab ne Schlüsselmagie, hilft die? どうすればいいの？お前の世界や。あの子が心を閉ざしとる原因は、お前の世界の同じ魂を持つもう一人のあの子にあるようやな。一旦戻って、もう一人のあの子を探すんや。うん。やってみる。Ich hab so eine Ahnung, wer das ist. 一の国に戻るぞ。Sie hat mal so ein lustiges Mädel am Fenster. Mache ich das jetzt sofort? Ja, ich mache das jetzt sofort. Portal. Zurück zu uns. Also das Mädel am Fenster, die scheint mir die Nummer 1 Kandidatin für die Seelenverwandte zu sein. Ich meine, mich an eine gewisse Ähnlichkeit erinnern zu können. Außerdem kenne ich ja nicht so viele Leute hier. Also, fangen wir an zu suchen. Du weißt doch, wie das geht, oder, Olli? Wir müssen die Gemeinsamkeit aufspüren. Irgendwo hier gibt es jemanden, der unserer jungen Esther irgendwie ähnelt. Ach, sie heißt Esther, gut zu wissen. Also, welche Mädchen fallen dir ein? Mädchen? Ich rede eigentlich nicht mit Mädchen. Meistens nur mit Philipp. Ist Philipp ein Mädchen? Nee. Ja, das ist blöd. Vielleicht ist das überhaupt nicht gut. Wie sollen wir denn... das denn anstellen? Ich bin sicher, dass sie mich an jemand erinnert. Kannst du es aber nicht genau sagen, was? Na egal. Wenn der Geist eine Pause braucht, müssen eben die Beinchen ran. Drehen wir mal eine Runde durch die Stadt und schauen, ob wir jetzt das Seelenverwandte finden, ja? Okay, Treffchen, suchen wir dieses Mädchen. Dürfte ja nicht zu schwer sein. Ich habe das merkwürdige Gefühl, dass sie sich in dieser Richtung aufhält. Ja. Ich könnte jetzt abbiegen, aber irgendwie habe ich gutes Gefühl mit geradeaus. Hier ungefähr. Hey, da fällt mir ein. Spuck's aus, Junge. Denkst gerne an Mädchen, stimmt's? Ja, gerade jetzt im Moment schon. Was? Nein, ich habe nur... Als ich Philipp in seiner Werkstatt besucht habe, war da dieses Mädchen. Sie hat uns immer von ihrem Fenster aus beobachtet. Von ihrem Fenster aus, was? Klingt nach einem richtigen Mauerblümchen. Ja schon. Es ist das Fenster da oben. Hallo, Esther Seelenverwandte. Komm raus spielen. Oh, das ist sie, Tröpfchen. Mensch, Olli, wieso ist sie dir nicht gleich eingefallen? Was meinst du wohl, warum ich so zielstrebig hier hingelaufen bin? Nicht nur wegen dem Stern. Die ist ja doch wie aus dem Gesicht geschnitten, Mann. Hä? Wem denn? Ach nein, Falt. Wem den? Er ist nicht nur doof, er kann noch nicht mehr Grammatik. Was denkst du denn, du Dödel? Der Tochter des Weisen natürlich, die offensichtlich ihre verflixte Seelenverwandte ist. Ist es wirklich so offenkundig? Oh, Olli, du beginnst zu sprechen, als würdest du aus der Welt kommen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Du hast aber gute Augentröpfchen. Sie war ja nur ganz kurz am Fenster. Unterschätzt niemals die Adleraugen einer Fee, mein Junge. Ich könnte einen Staubkorn auf der Nadelspitze erkennen, jawoll. Egal. Naja, wenn ich so ein Stück ganz nah davor stehe, kann ich das auch. Egal, sie ist es, kein Zweifel. Wir müssen uns einen Weg in ihr Zimmer bahnen. Olli bricht beim Mädchen ins Zimmer ein. Steig durchs Fenster, Olli. Okay. Wir müssen da rein, Olli. Und zwar auf der Stelle, sozusagen. So. Wir gehen doch nicht einfach durch die Vordertür. Wie kommt denn das?
Olli, du alter Verführer, kannst doch nicht einfach durch die Vordertür gehen. Na gut, geh durch die Vordertür. Hm. Hat keinen Zweck. Keiner macht auf. Stimmt etwas nicht, mein Lieber? Es ist niemand zu Hause, musst du wissen. Ich muss mit dem Mädchen sprechen, das hier wohnt. Oh Gott, ein schöner Name. Bist du ein Freund von Myrtle? Oh, du Ärmster. Du musst dir sicher große Sorgen um sie machen. Hä? Meine Güte, du weißt gar nicht Bescheid. Also unter uns gesagt, Myrtles Familie macht schwierige Zeiten durch. Wieso denn? Ihr Vater arbeitet Tag aus, Tag ein. Immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Er ist kaum noch zu Hause. Endlich habe ich irgendeinen Doofen gefunden, der mir zuhört. So eine Schande. Rusty war immer ein so liebevoller Vater. Aber irgendwas ist ihm zugestoßen. Er hat sich verändert. Manchmal kann ich sein Brüllen durch die Wände hören. Ich weiß nicht, wie die arme Betty damit zurechtkommt. Und die arme kleine Myrtle. Er ist so eine Schande. Tröpfchen, die macht mir Angst. Betty ist... Rustys Frau, genau, und sie steht immer noch zu ihm, wie am ersten Tag. Erst heute Morgen habe ich gehört, wie sie ihm versprochen hat, ihm sein Mittagessen in die Werkstatt zu bringen. Und sie bereitet diese Sandwiches mit so viel Liebe zu. Und übrigens, ich habe da so ein tolles Rezept für Sandwiches und es bricht einem das Herz. Mir kommen schon die Tränen, wenn ich nur daran denke. Solch eine gute Seele, die arme Betty. Ich würde diesem Rusty Wagner gerne mal die Meinung geigen. Oh, Rusty Wagner. Oder Rusty Wagner. Wagner, ja, wir sind ja in Amerika anscheinend, weil es ist ja Motor Wheel. Es ist Rusty Wagner. Oh je. Oh, aber ich schwatze schon wieder zu viel. Ja. Hör nicht auf mich, Schatz. Ich bin nur ein verrücktes altes Weib. Grüß Myrtle von mir. Ja. Verdammt, bei den Wagners hängt der Haus irgendwo ganz schön schief, wat? Tröpfchen, wir können sie nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Wir müssen ihr helfen. Wir müssen Myrtle helfen. Alter, ihr sagt das getan, Olli. Sie kommen nicht auf den Plausch raus und wir kommen nicht rein. Es sei denn, wir zaubern die Tür auf. Du hast recht, wir sollten die Tür mit Magie öffnen. Nur ich weiß, wie das geht. Nur ich kann da rein und mit ihr reden. Bist du sicher, dass du das machen willst, Junge? Als meine Mama gestorben ist, wenn du mich nicht in deine Welt mitgenommen hättest, als ich dachte, ich sei ganz allein... Wenn du mir nicht geholfen hättest, wäre ich jetzt immer noch allein. Darum müssen wir Myrtle helfen. Wenn wir das nicht tun, wird sie dazu verdammt sein, immer nur aus dem Fenster zu schauen, ganz alleine. Na gut, das ist ja wohl ein ausreichender Anlass für einen kleinen Einbruch, denke ich. Lass uns reingehen. Okay, Tröpfchen. Olli, der magische Einbrecher, zaubert das Schloss auf. Nanu? Sie geht nicht auf. Hä? Das ist aber komisch. So ein billiges Schloss sollte eigentlich kein Problem sein. Hm? Was ist los, Tröpfchen? Warum machst du so blöde Geräusche? Sicher an der Tür, Junge. Eine böse Macht beschützt sie. Dein Zauber ist nicht verpufft. Die böse Macht hat ihn gekontert. Gekontert? Oh nein. Dann muss das Mädchen sein, nicht? Sie ist immerhin die Seelenverwandte der Tochter eines Waisen. Glaubst du? Und was machen wir jetzt? Ich kann dir sagen, was wir nicht machen. Versuchen, zur Haustür reinzukommen. Ist eh nicht nett, bei fremden Leuten einfach so reinzuschneiden. Du hast recht. Ich denke, wir müssen einen anderen Weg finden. Einen anderen Weg zur lieben Myrtle ins Zimmer. Wir könnten natürlich mit ihren Eltern versuchen zu... Hui, Geistermädchen! Das war... Pia? Hey, vielleicht... Nu, was ist los, Olli? Vielleicht weiß Pia etwas darüber. Hoi, was geht denn hier ab, verflixt? Naja, Olli sieht Dinge, die du nicht siehst. Ich dachte, wir gehen jetzt erstmal woanders hin und so, aber dann reden wir doch erstmal mit Pia. Oliver, du musst da rein. Schlaubergerin. Ich kann ja wohl kaum einfach die Tür aufmachen. Sie ist offen. Pia, du bist gruselig. Wie zum... Hast du einen anderen Zauber benutzt, oder was? Nein, ich war das gar nicht. Es war Pia. Die mal wieder weg ist. Sachen gibt's. Hä? Wo ist sie hin? Nicht so wichtig. Da mal rein, oder? Da oben ist schließlich ein Fräulein in Nöten, Junge. Hallo. Kimi wa... Boku wa... Oliver...
怪しいものじゃない。君と同じこの町に住んでる。 Verrückt lässt sich schreiten. ずっと見てたから。 え? 私、病気なんだ。この部屋から出られないの。 外に出ると苦しくなっちゃうから。 だから私にできるのは、この窓から見えるものをずっと見ているだけ。 せやから窓女ってか。 大丈夫や。この世界では俺の声はお前以外には聞こえへん。そう。私は魔導女。え?何聞こえとんかい?この街でそう言われてるの。君も知ってるんでしょ?あ、うん。君だって私のこと不気味って思ってるはずだよ。違うよ。思ってない。いいの。気にしてないから。 Der führt dich nämlich windelweich prügeln. おい、ちょっと。しかし変やで。俺が見たところ、この子の体には特にも異常があらへん。健康そのものや。そういうの、わかるの?これでも太陽星やからな。それくらいはわかるわい。それってどういうことなの?多分、病気はとうに治っとんねんけど、あの子の心と体を縛り付けとる何かがあるんやな。 どうしたの?あ、いや、その…僕さ、また会いに来るよ。え?君が、この部屋から出られないなら、僕がまた、ここに会いに来る。そしたら、友達になれるからさ。オリバー…無理だよ。え?パパが許してくれない。帰って。 Oliver. Shelly. Okay, Leute, und genau so macht man's richtig. Das war atmosphärisch. Ich bin hier gerade richtig begeistert. Dieses. Lange kein Spiel mehr gespielt, das so dicht mit einer Atmosphäre aufwarten konnte. Wohl. Ich habe in letzter Zeit einige Spiele gespielt, die gute Atmosphäre hatten, aber das hier macht's echt richtig gut. Es ist genauso, wie du gesagt hast, Tröpfchen. Ach, Entschuldigung, falscher Mann. Es ist genauso, wie du gesagt hast, Tröpfchen. Man könnte fast meinen, Myrtle und Esther wären eine und dieselbe Person. Seid ihr, oder? Können Zwillinge sein. Mann, ich wusste, dass die Seelenverwandte sind, gleich als ich sie das erste Mal gesehen habe. Aber sie hat kein gebrochenes Herz. Etwas anderes wendet, dass es ihr besser geht. Ihr Vater, wir müssen ihn töten. Ich meine, Entschuldigung, da... Olli, was denkst du sofort wieder? Es sind sicher... Ihre Eltern, ihre Familie ist... Wenn man der Klatschtante glauben will, ja, ihre Eltern scheinen sich ein bisschen in den Haaren zu liegen. Wollen wir uns wirklich in so eine Familiensache reinziehen lassen, Olli? Das vielleicht nicht, aber wir müssen Myrtle helfen. Familie ist wichtig. Das Wichtigste überhaupt, sagt Olli. Ja, wenn du so sagst, na gut, helfen wir dem armen Mädel. Auf zu Rustys Werkstatt. Gehen wir, Tröpfchen! Ja, wir gehen zu Rustys Werkstatt und machen ihren Vater fertig. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal, denn wir nehmen jetzt schon wieder über eine Stunde auf. Und in dem Sinne sage ich, beim nächsten Mal kümmern wir uns um Myrtles Probleme, um Esther auf unsere Seite bringen zu können, sie zu befreien von ihrem Fluch und damit ihren Vater dazu zu bringen, uns zu helfen. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß bei was auch immer ihr noch so tut. Und wir sehen uns. Ciao. The morning crew is warning you. The sour branch is storming.